Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Delicandle Box von Mert. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Delicandle von Mert, das Ganze am 26. Oktober erschienen. Warum stelle ich euch diese Box erst jetzt vor? Ich war, als diese Box rausgekommen ist, leider im Ausland unterwegs, genauer gesagt in Deutschland, und habe mir dann entsprechend die Box dorthin schicken wollen, das Ganze direkt dort vor Ort in Deutschland abwickeln wollen. Hat leider nicht so ganz funktioniert damals und das Paket ist nicht angekommen. Wie ich dann später erfahren habe, ist das Paket ohne mein Einverständnis wieder zurückgegangen, konnte nicht zugestellt werden und somit war die Box dann ausverkauft und ich hatte keine Möglichkeit mehr dran zu kommen. Jetzt habe ich es ziemlich mühsam geschafft, sie wieder zu organisieren. Hat auch ein bisschen mehr gekostet als damals. Darum freue ich mich jetzt umso mehr, sie euch endlich vorstellen zu dürfen. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also wir haben hier eine recht umfangreiche Box in so einem Hellgrauton. Wir haben hier so einen zarten Zierrahmen in Dunkelgrau und hier in der Mitte lesen wir einmal Mert Abi Delicandle und dann haben wir hier drunter noch eine Shisha abgebildet. Auf der rechten Seite das Design genauso, auf der linken Seite ebenfalls, Oberseite blank hellgrau und auf der hinteren Seite haben wir dann den Boxinhalt aufgelistet. Und zwar lesen wir hier Delicandle Doppelalbum, Doppelapfel-EP, Traube Minstrumentals, also die Album-Instrumentals, Mert Abi Shisha, Tesbir-Kette, also das ist so eine Gebetskette, Mert, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, wie man das ausspricht, Sekirdek, keine Ahnung, also es handelt sich hierbei um Sonnenblumenkerne, zwei Doppel-A2-Poster und eine Autogrammkarte. Darunter haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Was ich jetzt rein von dieser Inhaltsangabe schon spannend finde, ist, dass hier wieder beide Angaben sind. Also einmal steht hier Mert Abi Shisha, aber auch hier Mert Sonnenblumenkerne. Also, dass man hier immer switcht. Genauso wie man auch hier jetzt bei dem Schriftzug eben das Abi hinzugefügt hat, aber offiziell irgendwie doch noch unter Mert vertreibt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich steige da nicht mehr ganz durch, was diese Namensänderung betrifft, aber meinetwegen soll er es gerne bei Mert lassen oder auf Abi ändern, Mert Abi, wie auch immer. Hauptsache, die Musik und die Produkte bleiben so gut. Gut, wir haben hier einmal einen Karton, dieser wird wohl die Shisha beinhalten. Dann haben wir hier einmal die Gebetskette, ein, zwei Poster, die Sonnenblumenkerne, sogar ein Mundstück für die Shisha, nicht schlecht. Dann haben wir die Doppel-EP, beziehungsweise die Doppel-Apfel-EP, eine Autogrammkarte, ein Album, das Album, das Doppelalbum, die Instrumentals zum Album, Sticker, die hier gar nicht angegeben waren. Und ansonsten hier nichts weiter drinnen. Wir haben hier unten dann noch so den Boden verstärkt. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Jawohl. Und es ist vom Boxformat bzw. vom Boxmaterial so etwas gestärkter Karton. Aber jetzt nicht so dick wie die regulären Boxen. Also es ist relativ dünnwandig, aber ansonsten hier echt eine schöne Box. Schlicht in hellgrau gehalten. Aber was hier viel mehr das Entscheidendes ist natürlich der Inhalt. So, bevor wir zur Shisha kommen und dem ganzen anderen Inhalt, werden wir natürlich noch hier das Album, das ist glaube ich das einzige eingeschweißte, noch aus der Folie befreien. So. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Also, so sieht das aus. Wir haben hier den Interpreten Mert zweimal abgebildet. Einmal links, einmal rechts. Und zwar ist das Ganze so in einem
Split gemacht worden. Und zwar haben wir hier Deli Kanle. Einerseits Deli und dann Kanle. Das ist türkisch und heißt so viel wie junger Mann. Und zwar ist das Album eben in zwei Teile gesplittet. Und zwar eben in die Deli-Seite und in die Kanle-Seite. Wenn wir das Ganze nochmal kurz auf der Rückseite ansehen, genau, hier sieht man es. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks. Davon sind 8 hier auf der Deli-Seite und 8 dann auf der Kanle-Seite. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die Deli-Seite mehr so ein bisschen die, ja, clublastigere, beziehungsweise die Tracks, die mehr so nach vorne gehen und ein bisschen mehr auf Party und auf Stress sind. Und die rechte Seite, also die Kanle-Seite, das sind dann doch eher persönlichere Tracks und ein bisschen, ja, deepere, nachdenklichere Sachen. Gut, wir haben hier ein Standard Jewel Case. Auf der Seite haben wir dann ebenfalls hier Deli Kanle stehen. Auf der Rückseite die Tracklist, wie gesagt, 16 Tracks, hier auf zwei CDs verteilt, 8. Wir haben hier Features von Muko und Dope Boy auf der Deli-Seite. Und auf der Kanle-Seite haben wir dann Features von Maser oder Maser, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht in dem Fall, und Play69. Credits und Barcode wieder darunter. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes werden wir mal einen Blick ins Booklet werfen. So, hier haben wir Mert mit einem roten Cabrio. Sieht so ein bisschen nach USA aus. Und dann haben wir hier die Tracklist der Deli Tracks, also 8 Stück an der Zahl, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Dann haben wir weitere Aufnahmen von Mert, hier mit dieser Jacke, die er auch schon auf dem Cover anhatte. Weitere Aufnahmen. Und dann haben wir hier dann den Kanle-Teil. Sieht man gleich erstens mal in Schwarz-Weiß und zweitens hier so mit Anzug, das Ganze ein bisschen reifer, professioneller, seriöser gestaltet. Also auch hier wieder 8 Tracks mit den Infos, wer das Ganze produziert hat. Dann haben wir hier eine Shisha und hier wird Tee getrunken. Dann Mert am Shisha rauchen. Gut, und dann haben wir hier noch zum Abschluss die Credits. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Eine Danksagung. Was lesen wir hier? Danke an meine Familie, Freunde und an das Team von Hustler. Und hier hat er, wenn ich es richtig sehe, einen Bündel 20er in der Hand. Also rein hier von diesem Fenster, das man hier sieht, kann es eigentlich nur ein 20er Bündel sein. Gut, und hier lesen wir noch Hustler Music. Alles klar. Dann haben wir CD Nummer 1, die Deli CD. Sieht so aus, auch hier wieder Mert mit diesem roten Cabrio unterwegs. 8 Tracks hier drauf. Und dann haben wir auf der... Fällt die CD gleich wieder raus. Und dann haben wir auf der Rückseite... ebenfalls, wie gesagt, 8 Tracks. Und zwar sieht die Kanle-Seite so aus. Wir sehen hier Mert wieder mit dem Anzug. Und auf der Rückseite kommt dann noch dieses Bild hier zum Vorschein. Gut, so viel zum Album, zu diesem, ja, Doppelalbum. Dann haben wir natürlich passend zum Album die Instrumentals dazu und das Ganze noch als Wortspiel verpackt, also keine Instrumentals, sondern in diesem Fall Traube Minstrumentals. Und zwar haben wir hier die 16 Tracks des Albums hier alle nochmal drauf, in der Instrumentalversion. Das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve. So sieht das aus. Dann haben wir mit dabei die Bonus-EP, die Doppel-Apfel-EP. Wir haben hier Mert auf einem goldenen Thron, Shisha rauchend, und links und rechts zwei Damen, die ihn hier wohl servicieren dürften. Oben rechts lesen wir auch wieder Mert Abi. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier kein richtiges Rückcover, das ist durchsichtig. Hier haben wir einerseits mal die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 4 Tracks mit dabei. Und hier 2 Feature Parts von Play69 und Jigsaw. Das sind die Credits. Und dann eben die CD hier so mit drinnen. Schauen wir mal kurz rein, aber ich glaube,
ja, es ist kein Booklet, es ist wirklich nur so ein Einleger, der eben die Tracklist beinhaltet, aber trotzdem schön gemacht und auf jeden Fall in meinen Augen besser als so ein reguläres Digisleeve, wo die EPs ja meistens drin sind. Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Hier auf der Seite lesen wir auch nochmal Mert Doppelapfel EP. Dann haben wir Sticker mit am Start und zwar insgesamt 6 Stück, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Wir haben einmal dieses Motiv hier, Mert, das Motiv hier von diesen Sonnenblumenkernen. So sieht das aus, dreimal quadratisch hier in diesem Rot-Orange-Ton. Und dann haben wir 3 Sticker in diesem Mert-Delikante-Style, in diesem Hellgrau, Dunkelgrau mit der Shisha darunter, ebenfalls quadratisch. Gut, eine Autogrammkarte ist auch mit dabei. So sieht das aus. Mert hier am Shisha rauchen, hier Rauch durch die Nase. Und hier unten auch natürlich wieder die Shisha mit am Start. Mert Abi und hier mit rotem Stift unterschrieben. Sehr schön. Dann haben wir mit dabei diese Gebetskette, diese Tesbir-Kette. So sieht das aus. Also in Schwarz und Gold gehalten, hier so mit schwarzen Holzperlen. Dann dazwischen einmal, zweimal solche goldenen Trennperlen und darunter dann in Gold dieser Anhänger. Also, wenn ich richtig informiert bin, verwendet man die dann, um die diversen Gebete aufzusagen und dann eben je nach Gebetsfortschritt dann entsprechend die Kugeln so weiterzuschieben. Und das ist also religiös, also steht in religiösem Zusammenhang mit dem Islam. Gut, dann haben wir mit dabei diese Sonnenblumenkerne. So sieht das aus. Premium-Qualität, geröstet und gesalzen. 100% original. Hier mit Matte Branding. Was lesen wir hier noch? Sonnenblumenkerne, geröstet und gesalzen, alles klar, kennen wir schon. Lagerung, Warnhinweis, verpackt in Deutschland. Urban GmbH. Jawohl. Geeignet für Vegetarier. Okay. Und das Ganze ist haltbar circa ein Jahr bis Ende Oktober 2019. Sehr schön. Werde ich dann gleich mal danach aufreißen und probieren. Dann sind mit dabei 2 Poster. Und zwar haben wir hier einmal ein Poster im Hochformat. Hier Mert wieder mit seiner Shisha abgebildet. So sieht das aus. Und dann im Querformat. Das kennen wir auch schon aus dem Artwork, aus dem Booklet, dieses Foto. Hier am Tisch mit dem Tee sitzend. Auch wieder mit dem Anzug. Jawohl. Also das die beiden Poster von der Kanle-Seite. Und dann haben wir natürlich auch noch 2 Poster, die den Daily-Teil betreffen. Und zwar haben wir hier auch wieder einmal im Querformat Mert hier an der Küste stehend. Direkt vor ihm das Meer und hier liegt dann auch noch ein Hund. Schönes Motiv. Und dann im Hochformat hier dann wieder mit diesem roten Cabrio Mert in Tanktop. Auch hier wieder im Hintergrund das Meer zu sehen. Gut, also 2 Poster zu jeder CD-Seite quasi. Einmal die Daily, einmal die Kandel-Seite und jedes dieser Poster einmal im Hochformat und einmal im Querformat verwendbar. Okay, und zum Abschluss kommen wir jetzt zum, ja, mehr oder weniger Highlight der Box neben dem Album. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und zwar die Shisha. Diese kommt in so einer dunkelgrauen separaten Verpackung, in so einem Karton. Separates Mundstück. Und hier lesen wir noch Made in Ritze Türkei. Okay, also das Ganze aus der Türkei. Dann schauen wir mal hinein. Okay, hier haben wir einmal den Schlauch. Das ist der Kopf. Moment. Dann haben wir einmal den Kopf, der hier gerade einen Abgang gemacht hat, aber Gott sei Dank noch hält. Also Qualitätstest bestanden. Die Vase und hier noch ein Metallstück. So, die Box ist jetzt leer.
von innen schlichter Karton. Und das sind dann eben die Einzelteile, mit der man die Shisha dann zusammensetzen kann. Wir werden mal hier die einzelnen Stücke aus der Folie befreien. Schlauch. Jawohl. Zange ist auch mit dabei. Mundstück. Sehr schön. Okay, also wir haben hier unten dann dieses Metallstück einzusetzen. Das Ganze funktioniert mit einem Gewinde. Das heißt, das kann man dann hier reinschrauben. Wenn man das Ganze auch noch gerade schraubt, dann funktioniert das auch. So. Dann entsprechend die Vase dann natürlich einmal auswaschen und dann mit Wasser befüllen. Dann kommt dieser Teil hier drauf. Das ist dann der Kopf, der dann, jawohl, der dann hier oben drauf kommt. Dann haben wir den Schlauch, den man dann auch entsprechend hier einstöpselt. Beziehungsweise jetzt bin ich gerade falsch, diese Seite. Jawohl. So, also diese Seite wird eingestöpselt und dann kann man hier direkt noch das Mundstück drauf machen. Kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Shisha-Lokal ihres Vertrauens. So, und zusätzlich zu diesem Mundstück hat man dann eben auch noch diese Zange, mit der man das Ganze dann oben entsprechend befüllen kann. Also hier kommt dann der Tabak oben rein und natürlich dann auch Alufolie oder eben euer Kamin, euer Grill und dann oben die Kohle. Ja, die Shisha an sich, also abgesehen jetzt mal vom Aufbau und von diesen netten Sachen, die dabei sind, also einmal diese kleine Zange, um die Kohle eben entsprechend zu manövrieren, dann haben wir hier diesen kleinen Stocherer, um einerseits vielleicht den Tabak ein bisschen aufzulockern, den man dann hier reinmacht, und aber auch natürlich um die Alufolie entsprechend zu durchlöchern, wenn man keinen Zahnstocher bei der Hand hat. Und das Ganze kommt eben mit diesem Schlauch, der ist aus Plastik, hier so mit schwarzem Element noch dazu. Und die Shisha ist auch, wenn ich das mal kurz zeige, mach mal kurz den Kopf ab, damit der nicht wieder einen Abgang macht. So. Ist auch noch hier gebrandet. Also wir lesen hier dann auch nochmal den Schriftzug Mert Abi. Schönes Ding, also gerade auch, wenn man im Kopf behält, dass das Ganze wirklich eine Deutschrap Deluxe Box ist und der Inhalt sowieso schon echt eine Menge war, aber so eine Shisha gab es echt noch nie in einer Box, ist für mich echt eines der Highlights des Jahres oder generell in meiner Unboxing-Zeit. Und natürlich kann man jetzt das nicht irgendwie vergleichen mit einer Zweikopf- oder Vierschlauch von zu Hause, aber ist auf jeden Fall eine schöne Sache und man kann es natürlich auch für eine Box, die man für 40, 50 Euro wirbt, keine High-Class Shisha warten. Aber ich werde sie dementsprechend dann mal ausprobieren und auch gerne mein Feedback dann in die Kommentare posten, wie ich mit dieser Shisha zufrieden bin. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Shisha inklusive Zange, Mundstück, Schlauch, alles was dazugehört. Dann haben wir Poster, zwei Stück an der Zahl, beide eben einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann dieser Tesbih, diese Gebetskette, die unterschriebene Autogrammkarte, Sticker haben wir insgesamt 6 Stück an der Zahl, 2 verschiedene Motive je 3-mal. Die Doppel-Apfel-EP mit 4 Bonustracks und 2 Features, die Album-Instrumentals im Digisleeve, die Sonnenblumenkerne in dieser Verpackung und natürlich das Album an sich, Delikanle, mit insgesamt 16 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Delikanle von Mert. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mert unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.